Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Es ist 17 Uhr und das bedeutet, es ist Zeit für unsere Schnäppchenjagd mit unserer 10-Euro-Überraschungsshow. Wir wissen alle nicht, was in den nächsten 30 Minuten auf uns zukommt, aber eine Dame, die weiß das, das ist unsere Diana. Und sie können alle Produkte bis zu 5-mal bestellen, es sei denn, es ist eine Ausnahme. Und der Preisalarm, das werden sie aber deutlich sehen und den dürfen sie dann einmal bestellen. Ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht mehr lange, wir fangen direkt an. Los geht's! Dann immer schnell sein, wenn Ihnen ein Produkt gefällt, weil wir haben immer nur ein Sonderkontingent für eben diese 10 Euro. Beginnen tun wir mit, es klappert auf jeden Fall mal. Oh ja. Und das ist ja mal was Schönes. Bin ich ein Fan von. Außergewöhnliche Dekorationsideen hier. Und vor allem, es handelt sich hier um ein Zweier-Set dieser Deko-LED-Glühbirnen, die ganz besonders gestaltet sind, weil es eben keine normalen Glühbirnen sind, sondern nur die äußere Form erinnert an eine Glühbirne. Und drinnen haben sie wie so ganz viele kleine Glühwürmchen gefangen in einem Glas. Und das sieht so toll aus, weil dieses Glas auch eine ganz spezielle Optik hat. Dieses Crackle nennt man das, glaube ich. Ja, als wäre es gebrochen. Und dadurch ist der Lichtbruch auch ein ganz anderer. Also man steht davor und schaut fasziniert rein. Also schön finde ich natürlich hier, dass das Gewinde von damaligen Glühbirnen angedeutet ist. Und was du sagst, trifft zu 100% zu. Sie werden das wahrscheinlich auch bestätigen. Es sieht aus, als wären da ein paar kleine Glühwürmchen gefangen. Und es ist ein Selbstversorger, sehe ich. Denn auf der Oberseite ist ein Solar. Panel. Und das heißt, die Energie, die hier gebraucht wird, wird ganz einzig und allein durch das Sonnenlicht aufgefangen und beim Abend dann eben wieder ausgegeben. Also ich finde das toll, auch irgendwo hinstellen oder hinhängen. Ja. Und hier auf dem Tisch, schaut mal, durch das Crackle-Glas, was da für eine Lichtstreuung ist, was da für ein Muster ist. Sie werden es jetzt von zu Hause aus nicht sehen wahrscheinlich, aber ich denke, das sieht auch bei Ihnen auf dem Balkon oder auf der Terrasse herausragend gut aus. Ist tatsächlich auch Outdoor geeignet, also Spritzwasser geschützt. Das kann man dann tatsächlich auch draußen bedenkenlos aufstellen. Und Moni, ich erzähle ja immer so gerne von deinem Balkon, weil auch diese Deko-Leuchte, die sehe ich bei dir. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist es ja bald wieder so weit, dass man draußen sitzen kann. Ich liebe das einfach, wenn alles beleuchtet ist. Und da würdet ihr auf jeden Fall sich richtig gut machen auf meinem Balkon. Aber bestimmt auch bei Ihnen zu Hause, weil ich finde, die passt eigentlich in jede Einrichtung. Auf jeden Fall. Und mit diesem Crackle-Glas, das finde ich besonders schön, ist auch momentan sehr im Trend. Ja, und jetzt muss man sich das mal überlegen. Das ist ein Zweierset mit Echtglas. Man könnte ja meinen, bei 10 Euro, also 5 Euro pro Stück, wäre das Kunststoff. Nein, das ist wirklich echtes Glas. Ja, Solar, übrigens ums Ein- und Ausschalten brauchen Sie auch nicht kümmern. Da ist so ein Dämmerungssensor drin. Sobald es dunkel genug ist, um Licht eben auch zu brauchen, schaltet sich das ein. Schön ist auch die Öse, du kannst das auch irgendwo aufhängen an so einem kleinen Deckenhaken. Ja. Also ich denke aber wirklich, dass das überall gut aussieht. Auch in deinem Garten, wir haben ja alle so einen kleinen Garten oder Balkon. Ja. Ingo, auch bei dir, so zur nächsten Party. Nee, wirklich wunderschön. Man kann ja auch eben mal einfach so in den Busch hängen, ganz einfach und dann mehrere davon. Wie gesagt, das Zweier-Set hier für 10 Euro, sie dürfen ja bis zu 5-mal zugreifen. Und damit kann man dann so ein Lichter mehr machen bei sich zu Hause. Schauen Sie mal, wie schön das ist. Kannst du eine ganze Lichterkette draus machen? Kannst du eine Lichterkette draus machen sogar? Ja, wenn du 5-mal zuschlägst, hast du 10 zu Hause. Hast du 10 zu Hause und brauchst dich, wie gesagt, nicht um Strom zu kümmern, weil die versorgt sich selber über das Solarpanel, was hier oben angebracht ist. Ich finde diese Solarlampen bei uns so klasse, weil es eben so praktisch und so einfach. Die kriegen sie nach Hause, hängen sie einfach irgendwo hin. Und schon wird ihre Umgebung illuminiert. Wisst ihr, was ich gerade mache? So Frühlingsprodukte für den Garten. Ich kaufe die jetzt gerade vermehrt ein, weil ich mir einbilde, je mehr ich schon mal für den Frühling habe, desto schneller kommt er. Ja? Weil ich bin dieses Grau in Grau und dieses Kalt satt. Ich will wieder raus auf meine Terrasse. Und da ist schon die Vorfreude da. Und vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Dann holen Sie sich das als Vorfreude für die kommenden lauen Winter- oder Frühlingsabende oder auch Sommerabende. Und ich finde natürlich den Preis außergewöhnlich günstig. Absolut. Die Bestellnummer ist die NC 8.
nochmal von vorne. NC 79, 87 und die 569 nochmal 10 Euro für ein Zweierset. Das heißt, pro Glühbirne zahlen Sie hier nur 5 Euro. Sie können ganzes Licht da mehr gestalten damit, ob auf dem Balkon oder im Garten, vielleicht auch mal drinnen auf der Fensterbank. Die machen sich überall richtig gut und sind auf jeden Fall ein außergewöhnliches Dekorationshighlight. Direkt bestellen. Ja, also, es geht weiter. Gartendekoration haben wir schon. Jetzt bin ich gespannt, wo heute die Reise noch hingeht. Ich warte ja immer auf Spielzeug. Gibt es auch die Kategorie, auf die Sie warten? Vielleicht kommt sie ja heute. Wir lassen uns mal überraschen. Es geht weiter mit einem etwas kleineren Paket. Ist aber, hat auch Gewicht. Hat Gewicht, okay. Oh, jetzt wird es interessant. Das ist ein Notfallhammer, wenn ich das richtig sehe. Ne? Ja, und zwar fürs Auto. Man sieht ja, so einen Notfallhammer sieht man in jedem öffentlichen Verkehrsmittel. Egal ob Bus, Bahn oder auch Straßenbahn. Da sind die immer an den Scheiben drin, weil die wissen, wie wichtig das ist. Sollte man mal verunglücken, damit man eben auch zur Scheibe raus kann. Hier haben wir übrigens noch was Wichtiges. Und zwar ein Gurtschneider, ne? Richtig, genau. Weil wenn man wirklich mal so ein Unfall hat oder auch Helfer bei so einem Unfall ist, wo sich ein Auto überschlagen hat und der hängt im Gurt drin, dann bekommst du die verletzte Person vielleicht gar nicht raus und die Scheiben nicht kaputt. Also sowas im Auto, ich finde das mit Sicherheit keine schlechte Idee, weil man sollte doch heutzutage auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. War von euch jemand schon mal so Ersthelfer bei einem Unfall? Zum Glück noch nicht. Also bin ich aber auch echt froh, weil ich glaube, da bist du ganz schnell mal an deiner Grenze auch so angelangt. Ne? Also mein erster Hilfekurs, der letzte, ist schon sehr, sehr lange her, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich noch. Aber es ist ja trotzdem wichtig, immer da zu sein, habe ich gehört. Ja, man wünscht das auch niemand. Ich habe neulich wieder so einen krassen Fall gelesen. Da ist eine Dame mit ihrem Auto in den Rhein gefahren, warum auch immer. Und dann ist einer hinterhergesprungen und es war ein Riesenkampf, die Türe aufzumachen, auch wegen des Druckunterschiedes. Wenn du dann in dem Fall so einen Notfallhammer hast, um eben die Frau auch unter Wasser zu retten, oder die Person, ist das auch wichtig. Simone schreibt uns zum Beispiel, ich habe gleich drei bestellt. Einen für meinen Kumpel, der ist Postfahrer, einen für meine Frau und einen für mich. Sollte meiner Meinung nach wie Verbandskasten und Warndreieck im Fahrzeug zur Pflicht werden. Müssen wir gleich sagen, ist es noch nicht, aber wäre mit Sicherheit kein Fehler. Und der Peter schreibt, ein Muss für jeden PKW bzw. jedes Wohnmobil zur Sicherheit für die Insassen und um anderen im Notfall helfen zu können. Da muss ich sagen, ich sehe das genauso. Ja, vor allem, das ist richtig gut gemacht hier. Also der liegt super in der Hand, ist sehr stabil, nimmt aber doch sehr wenig Platz weg. Und das ist wieder so ein Produkt, ne? Besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Das ist so eine Grundausstattung ganz einfach. Damit kann man dann eben mal ein Fenster kaputt machen oder sich hier eben vom Gurt lösen, wenn man irgendwie eingeklemmt ist. Also klasse hier. Ich finde es toll, dass wir sowas haben und das auch nur für 10 Euro. Können Sie sich gerne auch mehrfach bestellen hier. Diesen Notfallhammer fürs Auto, Wohnmobil. Wohnmobil ist auch so eine Sache. Da würde ich das definitiv mir holen. Die Bestellnummer ist die PE 5724 und die 569. Ich muss mal nochmal betonen, ich glaube, in öffentlichen Verkehrsmitteln ist es sogar Pflicht. Da muss das da sein. Und was da Pflicht ist, kann ja für einen Privatmann in seinen eigenen Fahrzeugen mit Sicherheit kein Fehler sein. Egal, ob man selber mal verunfallt oder ob man auch mal Ersthelfer ist, was ja immer vorkommen kann. Hoffentlich aber nie passiert. Ich glaube, auch in der Bahn ist das, glaube ich, auch dabei. Immer, ja, ne? Alle öffentlichen Verkehrsmittel. Bahn, Verkehrsmittel. Bus, Straßenbahn. Mhm. Ja. So, wir schauen. Also, zwei Sparten haben wir schon durch. Oh, es klappert. Küche. Geschirr. Ich denke auch Küche. Ein Highlight, vor allem für 10 Euro. Bekommen Sie hier super hochwertige Aufbewahrungsboxen bzw. Gläser, muss man fast schon sagen. Die, das erzählen wir immer wieder, sind hier ganz viel verteilt in sämtlichen Rucksäcken und hier, wie heißt es, Feschbarboxen. Ne? Feschbarboxen, da sind die sagst mit enthalten, weil ganz viele ihre Lebensmittel so mit hier zur Arbeit transportieren. Also ich habe die zu Hause. Ich habe mir die gekauft, als wir sie zum ersten Mal vorbestellt haben. Da waren sie doch wesentlich teurer. Aber ich war gern bereit, auch mehr dafür auszugeben, weil das einfach wesentlich besser ist als die Kunststoffboxen, die wir zu Hause haben. Das ist bruchsicheres, kratzsicheres Borosilikatglas. Übrigens, die kleine Dose, die ich hier jetzt in der Hand habe, das ist meine Zwiebeldose, so nenne ich sie liebevoll, weil ich mir fast täglich einen Salat mache, aber da reicht mir immer eine halbe Zwiebel. Das heißt, ich habe früher immer halbe Zwiebeln im Kühlschrank gehabt und in Alufolie wickeln mache ich nicht gern und dann wisst ihr, wie der Kühlschrank riecht. Ja? Also, hiermit ist es auch geruchdicht abgeschlossen und Borosilikatglas, mit dem kannst du alles machen. Das kannst du
einfrieren, das kannst du lagern, das kannst du in die Mikrowelle stellen, in die Spülmaschine und du kannst, und da werdet ihr mir sicher recht geben, die in den Gläsern, also in diesen Schalen auch sogar servieren. Mhm. Weil Plastikschüsseln würde ich nicht gerne auf den Tisch stellen zum Servieren. Bei den Glasschüsseln ist das ohne Probleme möglich. Die sind richtig stabil und vor allem die färben nicht ein wie diese Kunststoffboxen. Mhm. Was ich auch toll finde, ist, dass du darin richtig backen kannst. Wenn du mal für weniger Leute einen Kuchen backst oder eine Tiramisu oder einen Auflauf. Ich bin ja hier in der Woche alleine, da macht es keinen Sinn, wenn ich mir so eine ganze Auflaufform mit einer Lasagne mache. Hier kann man das mal ganz schnell zwischendurch machen. Die kann nämlich sogar in den Ofen von der Temperatur. Und hier, wie gesagt, dichtet auch noch luftdicht ab, sogar Zwiebelgerüche, wie du gesagt hast. Ja, und vor allem auch flüssigkeitsdicht. Man kann da auch mal also Soßen oder Ähnliches reinmachen. Und selbst wenn man das dann mitnimmt und mal so leicht kippelt, durch den Dichtungsring bleiben die Flüssigkeiten eben drin. Also meine Empfehlung, zu 100% gehört das in jeden Haushalt. Ja, und ganz liebe Grüße gehen raus an die Monika B. Die hat nämlich auch geschrieben, in den kleinen Behältern kann man sehr gut Gewürze oder auch kleine Bastelsachen, zum Beispiel Perlen aufbewahren. Also es ist für vieles möglich. Sie bestellen das Set mit der NX 9162 und der 569. Oder die Miriam schreibt, ich liebe meine neuen Behälter in jeglicher Hinsicht einfach top. Ja, für den Preis ist das auch wirklich einfach top. Ich finde die auch super. Ja, richtig klasse. Auch. Stabil, ja. Bruchsicher, ja. Borosilikatglas. Toller Start hier. Oh, jetzt haben wir einen Preisalarm. Das heißt, hier kommt jetzt ein Artikel, der normalerweise wesentlich hochpreisiger ist als 10 Euro. Wir haben ihn trotzdem reduziert. Mit der Eingrenzung hier gilt maximal ein Stück pro Besteller. Und das ist... Du hast dich gleich rübergelehnt und wolltest auch wissen, was es ist. Ja, klar bin ich da neugierig. Es ging mir jetzt zu lang hier, bis ich ausgepackt habe. Ich habe jetzt erstmal überlegt, aber das müsste ein Grill- bzw. Bratenthermometer sein, oder? Ja, es ist... ein 2-in-1 Brat- und Grillthermometer mit Infrarot-Oberflächenmessung. 350 Grad kann das also messen. Oh. Perfekt, wenn man eben perfekt zubereitetes Fleisch, Auflauf, sonst irgendwas haben will. Cool. Also es geht ja beim Backen oder beim Braten um die Kerntemperatur. Da gehst du mit dem Fühler ins Fleisch, in den Kuchen und siehst dann eben, welche Temperatur das ist. Jetzt muss ich noch suchen, Infrarot-Oberfläche. Die das müsste irgendwo zuschalten. Ah, hier ist ein Knopf, da bleiben wir mal drauf. Und jetzt haben wir es hier. Aha, jetzt kann ich, glaube ich, hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht. Auf 0,1 Grad genau. Ja, also das ist wirklich klasse, muss ich sagen. Ja, ich liebe diese Thermometer eben, wenn man mal einen Auflauf am nächsten Tag warm machen will im Ofen, dann weiß man ganz genau, ist der jetzt in der Mitte auch heiß, weil es ist immer so doof, wenn man das dann an den Tisch bringt und dann merkt man, dass innen drin noch kalt ist. Wofür es auch sehr gut ist, ist natürlich Babynahrung, Suppen und Soßen, sowas. Ne? Ja, aber auch Wasser, also Badewasser mit der Oberfläche. Also ja. Natürlich zum Braten, zum Kochen ist das perfekt hier, muss man sagen, damit auch mal... Ich freue mich auf die Grillsaison, aber wenn du da mal so ein richtiges Rumpsteak machen willst, du willst es genau richtig für dich. Mhm. Der eine mag es ja mehr durch, der andere weniger. Dann, ich sag mal, die Profiköche bekommen das hin. Wir Laien schneiden oftmals auf und schauen, wie die Innenseite aussieht. Das kannst du dir sparen. Mit so einem Grillthermometer kannst du das eben reinstecken und die Kerntemperatur messen und weißt dann auch auf den ersten Blick, wann das Fleisch in dem Zustand ist, den man eben selber möchte. Also ich will das nochmal erklären mit der Infrarotmessung hier. Mhm. Das kann man nämlich entweder über den Einstichfühler machen, die Temperatur, oder berührungslos mit Infrarot, also wenn man die Oberfläche die Temperatur haben will. Und das ist also so ein 2-in-1 Gerät und das heute für 10 Euro im Preisalarm. Wir gucken mal eben bei Pearl.de, was das normalerweise kostet. Hier 19 Euro in der Premium-Serie. Das ist natürlich super. Da haben wir also fast die Hälfte runtergenommen. Wie gesagt, ist unser Preisalarm. Dürfen Sie nur einmal pro Besteller bestellen, aber das lohnt sich auf alle Fälle. Also was mir gefällt, ist ganz einfach, dass auch dieser Spieß, so nenne ich ihn jetzt mal, einklappbar ist. Ja? Weil wenn du es nicht brauchst, nimmt es wenig Platz in der Schublade weg. Und wenn du es brauchst, ist es sehr effektiv. Mir gefällt, dass es zweierlei ist. Braten, Kuchen, Kerntemperatur, aber auch Oberflächentemperatur von anderen Sachen. Also ich muss ehrlich sagen, begeisternd. Und für jeden, der gerne kocht, gerne bäckt oder Ähnliches, oder auch der Kinder hat und Oberflächentemperaturen messen will, ist das also wirklich ein Muss, zumal zu diesem Preis. Ja. 10 Euro nur. Bitte nur einmal pro Besteller bestellen. Die Bestellnummer ist die ZX7116 und die 569. Wie gesagt, wenn Sie etwas sehen, was Ihnen gefällt, sofort anrufen. Die Nummer ist gebührenfrei. Wir sammeln all Ihre Bestellungen über den ganzen Tag. Sie zahlen nur einmal Versandkosten hier. Hier sehen wir das mal, wie so ein
leckeres Stück Fleisch genau richtig temperiert dann serviert werden kann. Also egal, welchen Gourmet Sie da bei sich am Tisch sitzen haben, der eine will es halb durch, der andere will es halb medium durch. Hiermit kann man alles ganz genau machen. ZX7116 und die 569 ist die Bestellnummer. Unser Preisalarm für nur 10 Euro. Sehr tolles Produkt hier. 90% unserer Kunden lieben dieses Produkt, habe ich auch noch gelesen. Ja. Kann man nichts falsch machen? Nein, mit Sicherheit nicht. Und ich frage mich ja immer, wie das Chefköche schaffen. Ja. So ein Braten wirklich auf den Punkt, nicht zu lang, nicht zu kurz. Und mit so einem Thermometer ist es auch für uns Laien machbar. Hallo. So, Monika, was hast du? Licht habe ich. Und sie zum Mitnehmen. Es werde Licht. Ja. Ein Multifunktionslicht ist das. Wir haben das, als das ganz neu rauskam, mal vorgestellt, Rebecca. Ne? Ich erinnere mich, ja. Und wir waren begeistert davon, wie man das hält und dass es dann den Lichtstrahl macht. Weil es eben keine klassische Taschenlampe ist, sondern eine Taschenlampe, die du endlich mal griffbereit haben kannst, weil du sie ja ganz einfach so zum Beispiel an die Wand montieren kannst. Hier am Treppenaufgang beispielsweise oder umgekehrt Treppenabgang zum Keller. Mhm. Da ist ja auch nicht immer Licht, ne? Und musst vielleicht erstmal mit einer Taschenlampe runter, bevor du dann das Licht anmachen kannst. Da ist das super praktisch. Es ist aber auch eine wunderbare Tischleuchte, die kann man ja auch hinstellen. Aber was ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich, weil du gesagt hast mit dem Einschalten, hier ist ein Bewegungssensor. Das heißt, man befestigt das, ich bleibe bei dem Beispiel, das du gerade genannt hast, an der Wand zum Kellerabgang. Und sobald du jetzt praktisch in die Nähe kommst, geht das Licht automatisch an. Du hast schon mal den Weg ausgeleuchtet. Und dann kann man es eben aus der Halterung herausnehmen und hat dann für den weiteren Weg eben seine Taschen oder seine Handlampe dabei. Also das finde ich genial. Und ich sehe auf der Rückseite, aber da musst du mir noch mal sagen, ob ich das richtig sehe, einen USB-Anschluss. Das heißt, die müsste akkubetrieben sein. Richtig, ist akkubetrieben und sobald Sie eine Ladung vollgemacht haben, haben Sie auch bis zu 5 Stunden Leuchtdauer. Wow. Das ist auch ordentlich, ne? Also ja, gerade so dunkle Stellen, also weil man hier auch keine Steckdose braucht dafür. Ne? Finde ich das eben sehr praktisch. Man hat auch keine Sonne oder für Solarpanel oder so. Hier kann man das ganz einfach anbringen. Wir haben auch, bei uns geht es auch zum Keller runter. Mhm. Unten ist eine Birne. Aber wenn du dann das Licht einschaltest, siehst du die Treppe nicht. Mhm. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache immer. Als Nachtlicht auch wunderbar. Wenn du es einfach so hinstellst, zum Beispiel im Flur, ne, mit dem Bewegungssensor, geht es ja dann immer an. Richtig. Und dann kannst du sogar jederzeit eben fest installieren. Die Halterung ist ja dabei, die wir jetzt sehen. Und wenn du eben mal eine Taschenlampe, eine Handlampe brauchst, nimmst du es raus und nimmst es weiter mit. Man kann das übrigens auch, so haben wir es jetzt gerade, auf Dauerlicht einstellen. Also entweder auf Dauerlicht oder auf den Bewegungssensor. Und dann reagiert es eben nur, wenn Bewegung vor der Lampe ist. Und dann ist es eben das, was du gerade gesagt hast, auch das perfekte Nachtlicht bzw. die Nachtbeleuchtung. Schön ist auch, dass es nicht ins Gesicht leuchtet, sondern nach unten. Ganz leicht geneigt. Das finde ich auch sehr vorteilhaft. Ja, praktisches Design hier. Da hat jemand mitgedacht und eben mal nicht eine klassische Taschenlampe designt, sondern diese 3-in-1 Multifunktionsleuchte und Nachtlicht. Sehr praktisch, weil akkubetrieben. Das heißt, ich muss auch keine Batterien immer zusammensuchen. Die Bestellnummer ist die ZX6229 und die 569. Auch hier dürfen Sie selbstverständlich mehrfach zugreifen, wenn Sie mal vielleicht in einem Haus auf mehreren Etagen dafür sorgen wollen, dass Sie da immer eine Taschenlampe griffbereit haben. Ja, tolles Produkt. Das dürfen Sie auch bis zu 5-mal bestellen. Sie dürfen alles bis zu 5-mal bestellen. Außer unseren Preisalarm, aber den hatten wir ja schon. Mhm. Das war unser Grillthermometer, bei dem übrigens auch schon wieder die Nachfrage sehr, sehr hoch ist. Bitte, wenn Ihnen was gefällt, seien Sie schnell. Wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent für 10 Euro. Oh, jetzt gehen wir in die Küche. Jetzt gehen wir noch mal in die Küche. Oh, spannend. Das ist ein. Ich glaube, ich kann damit Kartoffeln schälen und vielleicht sogar. Also da sehen wir es mal. Es ist ein Obst- und Gemüseschneider. Das braucht Basti. Und zwar aber mit 5 auswechselbaren Klingen einsetzen. Und somit ist es wirklich als Apfelteiler, für Birnen oder auch zum Entkernen, als Gemüsehacker, für Zwiebeln, Knoblauch, vieles mehr oder zum Würfeln, als Scheibenschneider, für Pilze, Gurken und Co. in gleichmäßiger Form, als Mangoteiler, entfernt den Kern und halbiert die Frucht oder als Viertelschneider, da teilt Obst und Gemüse ganz einfach mittig bzw. viertelt die. Und, aber da sehen wir das mit dem Mangoschneider. Ja, also ist auch ganz, ganz interessant. Du hast hier, glaube ich, gerade den Mangoschneider links von dir liegen. Ich habe ihn hier mal ausgepackt. Das ist wirklich interessant.
Das kann man dann über die Mango rüber tun. Dann bleibt hier drin der Kern und der Rest wird eben abgetrennt, was man dann essen kann. Das ist ja eine Qual, eine Mango zu schälen. Ja. Und die schmecken so gut. Isst du gerne Obstmohnen? Ja, super gerne. Aber das Problem ist immer meistens das Schälen oder das, den Kern rauszubekommen. Und hiermit geht das ja richtig praktisch mit den ganzen Aufsätzen. Ja. Auch mal so zum Snacken zwischendurch, sich das klein zu machen, super. Ich habe ja gerade gesagt, unser Basti bräuchte das. Ich schaue gerade in die entsprechende Kamera, wo er dahinter steht. Der hat nämlich eben gerade sein Äpfelchen geschnitten. Und er hat das ganz umständlich gemacht. Der ist Profi im Äpfelschneiden. Mhm. Aber ich wette, Basti, damit wird es auch schneller gehen. Ja, die Rabea aus Nentershausen schreibt uns, dieser Obst- und Gemüseschneider ist handlich, gut und schnell zum Zerkleinern von Obst und Gemüse. Ob für Kartoffeln, Tomaten, Zwiebeln oder Mango. Bei Äpfeln das Kerngehäuse entfernen und gleichzeitig den Apfel in 8 Teile schneiden. Einfach super. Auch zum Herrichten von einem schönen Obstsalat. Also, das ist mal ein schöner Haushaltshelfer für kleines Geld. 10 Euro für diesen 5-in-1 Obst- und Gemüseschneider. Und die Bestellnummer ist die NC 5903 und die 569. Bei diesen kleinen Quadraten, da bin ich mir relativ sicher, da kannst du sogar Pommes aus Kartoffeln selber machen, oder? Sehen wir ja hier unten einfach rechts durchdrehen. Sieht man das. Ah ja, da richtig. Eigene Pommesstreifen. Pommes übrigens aus Süßkartoffeln die mal zu machen, das schmeckt besonders lecker, habe ich mir sagen lassen. Ich liebe also Pommes. Diese Küchensachen sind immer klasse, die halten vor allem ewig, sind sehr praktisch, weil die auch nur spülmaschinenfest sind. Damit kann man dann mal Obst, Gemüse, alles super schön schneiden. Ist vielleicht auch ein schönes Geschenk. Mhm. Oh ja. Moni, du würdest dich drüber freuen, ne? Ich würde mich drüber freuen, ich liebe Obstsalat. Oh, cool. Aber hier drüber würde ich mich auch freuen. Ja, ich glaub's dir sofort aufs Wort. Ein Säckchen gefüllt mit ganz vielen spannenden Handy-Accessoires. Ein Handy habe ich ja auch mit dabei. Das heißt, jetzt machen wir Fotos, oder? Richtig. Smartphone-Vorsatz-Teleobjektiv mit 12-fach optischer Vergrößerung. Boah. Machen Sie Ihr Smartphone zur Profikamera. Dank 12-fach optischer Vergrößerung sind weit entfernte kleine Objekte ganz groß im Bild. Das macht wirklich richtig Spaß. Ja, und wer das mal versucht hat mit der Vergrößerungsoption, gerade bei Fotos beim Handy, der weiß, sobald man anfängt zu zoomen, erstens mal geht die Qualität verloren und man wackelt wie ein Kuhschwanz, ja? Weil ja Handys keine Bildstabilisatoren haben. Hier haben wir erstens mal eine optische Vergrößerung, das heißt, die Bildqualität wird in keinster Weise beeinflusst und dieses Wackeln haben wir nicht. Oben noch Fokussierung, da sehen wir das gerade, also Scharfstellung. Und das ist natürlich genial, um, was hast du gesagt, wievielfache Vergrößerung? 12-fach. Also da kannst du mal wirklich etwas weit entfernte Objekte ganz nah holen. Passt sogar auch nicht nur ans Smartphone, sondern vielleicht auch ans Tablet, ans iPad oder an die ans iPhone oder halt ans Smartphone. Auf jeden Fall ist es richtig praktisch und man kann es auch mit der Augenmuschel für Nutzung ohne Mobilgerät nutzen, einfach als Fernrohr. Und ich sehe gerade, dass Ingo das auch schon benutzt. Was siehst du denn? Das ist ja der Hammer, wie doll das vergrößert. Wir haben hier unseren Monitor, der steht sehr weit weg. Und ich kann das absolut Kleinstgedruckte hier bei unserem Overlay sehen. Mit Brille ist das wirklich unmöglich. TV-Sonderpreis gültig bis das kleine Lesen, 0851 51 3 mal die 4. Ah, also, warte mal, Katalogpreis 12,99 Euro, sehe ich das richtig? Nein, das ist doch wirklich schwer zu... Kannst du das sehen, Ralf? Also das finde ich schon extrem günstig. Ich sehe es, aber ich kann es nicht lesen ohne das Objektiv. Ja, also ich sehe übrigens vieles, was ich da nicht erkenne, was ich nicht lesen kann. Aber ich sehe, dass da was steht. Das ist ja auch schon gut. Gibst du es mir auch mal bitte? Also, lass mich auch mal durchgucken. Guck dir mal diese kleine Zahl da unten an. Ja, jetzt sind sie nicht mehr so klein. Moment, ich muss noch... Oh ja, jetzt kann ich wirklich alles lesen. Wow. Also 12-fache Vergrößerung. Das ist natürlich schon enorm. Ja. Okay, und du machst jetzt gerade ein Bild aus nächster Nähe. Ein Teleobjektiv ist für Aufnahmen aus der Entfernung. Was sieht man denn da? Warte. Also auf einen halben Meter ein Teleobjektiv? Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich höre gerade von unserer Regie, sie hat Angst vor dem Erlebnis. Ich bin immer noch zu nah dran, das ist wirklich sehr nah. Das macht Spaß, ne? Aber ich finde es schön. Und jeder, der mal gezoomt hat, weiß eben, mit Zoomen, also mit dem Digital-Zoom, den wir fast alle Handys haben, hast du eben erst mal eine Wackelei und du verlierst Bildqualität. Hier haben wir Ingo ganz nah. Jetzt verstehe ich die Angst unserer Regie. Oh Gott. Du hast die Fotos. Du hast ja Fotos gemacht. Ich konnte nicht weiter weg. Für 10 Euro.
Hallo, was für eine klasse. Gute Qualität das ist. Das ist ja Wahnsinn. Zeig's mal in die Kamera. Darf ich? Also du kannst, ja, meinetwegen gerne. Das ist wirklich beeindruckend, wie nah man da rankommt. Ganz also einfach ranzuklippen. Das sieht ja aus wie so eine Mini-Profi-Kamera, ne? Diese Profi-Kameras, die haben diese Linsen ja in groß und jetzt hast du das in klein auch noch für unterwegs. Ich finde das richtig cool. Und die Bestellnummer hierfür ist die ZX2916 und die 569 für 10 Euro. Das macht wirklich richtig Spaß, egal ob vielleicht einfach als Hobby oder vielleicht verkaufen sie auch Produkte und müssen da auch manche Details ganz nah aufnehmen. Sie haben es gerade gesehen, Ingo war auch gerade riesengroß auf dem Bild, also das ging ich ja bin richtig riesengroß. Gut. Ja, ja. Also ich finde so Sachen toll. Und Teleobjektive, die kennt man normalerweise von Spiegelreflexkamera. Und da kostet so ein Teleobjektiv ein paar hundert Euro. Ja? Ja. Also jetzt für 10 Euro. Dankeschön, ich Liana. Darf auspacken. Was war das jetzt für eine Bewegung? Komm, das gebe ich euch. Ja, das könnt ihr haben. Ja, okay, gut. Diana wusste ja, was drin ist. Wir haben wunderschöne Lampen wieder hier. Oh, die habe ich noch nie gesehen. So, warte, da müssen noch mehr drin sein. Wie viel haben wir denn? Vier Set. Vier es Stück? Es ist ein Vierer-Set. Und das Ganze sind solarbetriebene LED-Laternen mit einem Effektmuster. Das heißt also, hier hast du wirklich, sobald es dunkel wird, nicht nur Licht, sondern durch dieses, ich würde jetzt mal sagen, asiatisch anmutende Gitter, hast du eben hier ein Lichtmuster. Und das ist natürlich klasse. Ja? Und hier schreibt uns auch Gisela aus Wien, richtig schöne Lichteffekte. Erdspieß ist auch noch mit dabei. Und so kann ich die ganz einfach als Wegeleuchten hier aktivieren. Und aufladen tun sie sich selber. Also das heißt Selbstversorger über das oben liegende Solarpanel. Und ein Viererset, das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Dann kostet ja eine dieser Lampen gerade mal 2,50 Euro. Ja. Und die sind optisch wirklich lecker anzuschauen. Ja, super toll sehen die aus hier. Gerade durch dieses Relief, was wir hier im Gehäuse haben, werden dann natürlich auch tolle Lichtinstallationen auf den Boden geworfen, an die Wand geworfen, je nachdem, wo sie es unterbringen. Ich sehe hier unten noch so einen Spiegelkegel. Das heißt, es wird hier auch noch in alle Richtungen verstärkt. Hier sehen wir das mal. So sieht das aus, wenn wir das Licht hier eben tatsächlich durch dieses Relief schicken. Dann haben sie diese bezaubernden Projektionen, kann man ja fast schon sagen. Das Ganze mit dem Erdspieß, also kinderleicht zu installieren. Mhm. Sie stecken es einfach irgendwo in die Erde draußen oder stellen es vielleicht auch, wenn man den abmacht, einfach mal auf die Fensterbank. Und übrigens, an einem sonnigen Tag kann man auch wirklich sagen, es leuchtet danach die ganze Nacht, weil wenn der Akku mal voll ist, 8 Stunden Leuchtdauer. Und ich habe das vorhin gesagt, ich liebe Sachen, solche Sachen für den Frühling jetzt eigentlich zu kaufen, weil ich mir einbilde, wenn ich je mehr Sachen ich kaufe, desto schneller kommt der Frühling und das schöne Wetter. Ja, ist natürlich reine Einbildung, aber die Vorfreude ist auf jeden Fall da. Und auch heute, wir sind ja alle raus, wir hatten eine Pause, bei uns kam die Sonne raus, wir sind alle raus und haben die Sonne genossen. So warten doch auch alle auf den Frühling und jetzt ihren Garten oder ihren Balkon oder Terrasse ein bisschen schöner machen, auf den Frühling vorbereiten, ist, glaube ich, genau der richtige Moment dafür, oder? Definitiv. Also ich finde es auch total schön, weil es wieder was total Besonderes ist, was man nicht alle Tage findet und sieht. Und das ist einfach schön, mit Licht zu arbeiten. Draußen natürlich ganz besonders atmosphärisch. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer für das Vierer-Set, das sei noch mal betont. Das ist die ZX7069 und die 569. Auch hier dürfen Sie sogar bis zu 5-mal zugreifen. Das wären in der Summe dann 20 dieser wunderschönen Laternen. Cool. Und da könnten Sie auch eine wirklich lange Wegstrecke oder eine große Terrasse praktisch mit diesen Leuchtern umgeben. Und das ist mit Sicherheit auch jetzt schon im Frühling ein wunderschönes Bild. Das war sie schon wieder. Unsere 10-Euro-Überraschungsshow, Sie denken dran, die gibt es jeden Tag um 17 Uhr, also auch morgen unbedingt wieder einschalten. Und spätestens jetzt gehen Sie bitte ans Telefon und holen sich Ihre Lieblingsprodukte und bleiben Sie bei uns. Denn ich bin mir ganz, ganz sicher, auch jetzt geht es wieder spannend weiter.